Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute wäre so ein kleines Tutorial-mäßiges, musste ich jetzt selber nachschauen, weil mich die Truhe hier schon die ganze Zeit getriggert hat. Leider ist die auf der interaktiven Map von miHoYo noch nicht eingetragen, weswegen es ein bisschen schwieriger ist, das sonst rauszufinden. Auf jeden Fall gibt es hier eine Truhe nahe dem Dorf Higi, und zwar, oder ich meine, technisch gesehen gehört es wahrscheinlich zum Dorf Higi. Es ist quasi einfach nur den Hügel hoch, aber das Dorf Higi existiert ja an für sich sowieso nicht mehr. Es ist ja verlassen. Auf jeden Fall hier, ich habe es auch auf der Karte markiert. Es ist eigentlich nicht schwierig zu finden. Ich wette, die meisten von euch haben diese Truhe schon öfter gesehen. Vor allem, wenn ihr auf dieses Video geklickt habt. Und im Endeffekt, was man machen muss, ist, es ist relativ simpel. Hier fehlt ein sechstes Schwert. Und das sechste Schwert kriegt man sozusagen, indem man einen Tanuki bzw. einen Kitsune dazu bringt, sich in ein solches Schwert zu verwandeln. Und bei Tanukis kann man ja gar nichts machen, man kann ja nur zu denen laufen und dann interagieren die ja im Endeffekt mit sich selber. Also genau, die jumpen dann hier ein bisschen hin und her und hier ist er. Das habe ich nicht mal mehr gesehen, der ist einfach in den Blumen untergegangen. Genau, und da hat er sich schon verwandelt. Und damit öffnet sich auch die Truhe. Also man muss den quasi ein bisschen hin und her scheuchen. Es kann sein, dass der vielleicht tatsächlich zufällige Positionen annimmt. Also jetzt gerade, also es kann schon sein, dass man ihn mal verliert hier irgendwo. Aber er bleibt eigentlich immer in dem Bereich und man hört ihn auch spätestens dann. Also die tanzen immer so komisch, also man hört sie auch. Und genau dann kann man die Truhe öffnen. Und ja, das war's auch schon mit dem Video. Ich bedanke mich immer recht herzlich fürs Zusehen. Würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.